Willkommen zur Aufführung 45, 45, 90 Dreiecke. Ich schreibe das auf. 45, 45, 90 Dreiecke. Wir können anders sagen, rechtwinklige 45, 45, 90 Dreiecke. Aber das ist überflüssig, weil wir wissen, dass der 90 Grad Winkel rechter Winkel heißt. Und wie ihr denken könnt, sind 45, 45, 90 die Winkelgröße eines Dreiecks. Warum sind diese Dreiecke was Besonderes? Im letzten Video habe ich gesagt, wenn zwei Winkel an der Grundseite des Dreiecks gleich sind und der dritte Winkel kann einen anderen Wert haben, wenn ihr so zeichnet. Aber in diesem Fall ist es vielleicht nicht ganz klar, dass sie an der Grundseite liegen, weil diese Winkel oben sind. Also, wenn diese zwei Winkel gleich sind, dann sind die Seiten, die für diese Winkel nicht gemeinsam sind, diese beide hier und hier auch gleich. Interessant ist, dass ein 45, 45, 90 Dreieck ein rechtwinkliges Dreieck ist, der diese Eigenschaft hat. Und woher wissen wir, dass ein rechtwinkliges Dreieck eine solche Eigenschaft besitzt? Stellt euch ein rechtwinkliges Dreieck vor. Das ist 90 Grad Winkel. Das ist die Hypotenuse, richtig, die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Wir wissen, dass diese Winkel gleich sind, aber wie groß sie sind, bestimmen wir die als x. Wir wissen, dass die Winkelsumme des Dreiecks 180 Grad beträgt, also x plus 90 ist gleich 180 oder 2x plus 90 ist gleich 180 oder 2x ist gleich 90 oder x ist gleich 45. Das heißt, ein rechtwinkliges Dreieck, wo zwei Winkel gleich groß sind, ist ein 45, 45, 90 Dreieck. Was können wir Interessantes über 45, 45, 90 Dreiecke erfahren? Ich zeichne das um, was wir eben besprochen haben. Ich zeichne es so. Wir wissen, dass das 90 Grad, das 45 Grad und das auch 45 Grad sind. Und davon ausgehend, was wir schon wissen, können wir sagen, dass die Seiten, die für die Winkel von 45 Grad nicht gemeinsam sind, gleich sind. Das heißt, diese Seite und diese Seite sind gleich. Und wenn wir das aus der Sicht des Satzes des Pythagoras betrachten, zwei Seiten, die keine Hypotenuse sind, sind gleich. Das ist die Hypotenuse. Nennen wir diese Seite A und diese Seite B. Nennen wir die Hypotenuse C. Aus dem Satz des Pythagoras wissen wir, dass a² plus b² gleich c² ist. Wir wissen, dass a gleich b ist, weil das ein 45, 45, 90 Dreieck ist. Also, wir können a durch b oder b durch a ersetzen. Lasst uns a durch b ersetzen. Wir bekommen b² plus b² ist gleich c² oder 2b² ist gleich c² oder b² ist gleich c² durch 2 oder b ist gleich Wurzel aus c² durch 2. Was seinerseits ist gleich c, denn wir haben Wurzel aus c² gezogen, dann müssen wir durch Wurzel aus 2 teilen. Es geht hier 2 über die Dreiecke, aber ich möchte euch etwas über rationale Nenner erzählen. Also, hier ist alles richtig. Wir haben eben b errechnet und wir wissen, dass a gleich b ist und b ist gleich c durch Wurzel aus 2. Und es ist so in der Mathe, dass die Menschen es nicht besonders gern haben, wenn sie in Nenner Wurzel aus 2 sehen. Sie mögen irrationale Zahlen in Nenner überhaupt nicht. Irrationale Zahlen sind solche, deren Dezimaldarstellung nicht abbricht und nicht periodisch ist. Mal sehen, wie wir Irrationalität des Nenners beseitigen können.
Da wir C durch Wurzel aus 2 haben, lasst uns Zähler und Nenner des Bruches mit derselben Zahl multiplizieren, das heißt den Bruch erweitern. Also, wenn wir den Bruch erweitern, das ist dasselbe wie Zähler und Nenner mit 1 multiplizieren. Wurzel aus 2 durch Wurzel aus 2 ist gleich 1. Wie ihr seht, Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 2 macht 2, stimmt's? Und im Zähler haben wir dann 10 mal Wurzel aus 2. Passt auf, c mal Wurzel aus 2 durch 2 ist dasselbe wie c durch Wurzel aus 2. Wenn ihr einen Test macht oder eine Klausur schreibt, könnt ihr viele Antwortvarianten haben, die genau so aussehen. Und ihr sollt verstehen, dass das die richtige Antwort ist, sogar wenn es im Test mehrere Antwortvarianten gibt. Multipliziert den Zähler und den Nenner mit Wurzel aus 2 durch Wurzel aus 2 und ihr bekommt Wurzel aus 2 durch 2. Aber zurück zur Aufgabe. Was haben wir gelernt? Das ist gleich b, stimmt's? Und b ist gleich Wurzel aus 2 mal c durch 2. Ich schreibe das auf. Wir wissen, dass a gleich b ist, stimmt's? Und es entspricht auch Wurzel aus 2 durch 2 mal c. Ihr wollt euch diese Zahl merken, sie lässt sich aber aus dem Satz des Pythagoras leicht berechnen. Man muss bloß daran denken, dass die Katheten in dem 45, 45, 90, 3 gleich sind. Und es ist sehr gut, das zu wissen. Wenn ihr das alles sich einprägt und eine ähnliche Aufgabe bekommt, wo nur die Hypotenuse gegeben ist, könnt ihr die Länge anderer Seite des Dreiecks sehr schnell berechnen. Sind aber nur Seiten gegeben, so könnt ihr die Hypotenuse leicht berechnen. Lasst uns das ausprobieren. Ich lösche das alles. Wir haben eben festgestellt, dass a gleich b gleich Wurzel aus 2 durch 2 mal c ist. Ich zeichne ein rechtwinkliges Dreieck. Dieser Winkel ist 90 Grad und dieser hier ist 45 Grad. Diese Seite ist, sagen wir, 8. Ich soll herausfinden, wie lang diese Seite ist. Mal sehen, wo die Hypotenuse liegt. Die Hypotenuse ist die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Wir versuchen jetzt die Hypotenuse zu berechnen. Nennen wir das C. Und wir wissen schon, dass das ein 45, 45, 90 Dreieck ist. Da dieser Winkel 45 Grad ist, ist das auch 45 Grad, weil Winkelsumme gleich 180 Grad ist. Und wir wissen auch, dass diese Seite 8 ist. Das kann Seite A oder B sein. Wir wissen, dass Seite 8 ist gleich Wurzel aus 2 durch 2 mal c ist. C sollen wir berechnen. Wenn wir beide Seiten der Gleichung mit 2 durch Wurzel aus 2 multiplizieren, das heißt, ich multipliziere mit dem Kehrbruch oder mit dem Koeffizienten c, Wurzel aus 2 wird bei Multiplizieren weggekürzt, diese 2 wird von dieser weggekürzt und wir erhalten 2 mal 8 ist gleich 16. 16 durch Wurzel aus 2 ist gleich c. Das soll richtig sein. Ich habe euch aber mal gesagt, dass manche Leute irrationale Zahlen im Nenner nicht mögen. Wir können das transformieren. C ist gleich 16 durch Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 2 durch Wurzel aus 2. Und das ist gleich 16 mal Wurzel aus 2 durch 2. Und das ist dasselbe wie 8 mal Wurzel aus 2. Also, in dieser Aufgabe ist c gleich 8 mal Wurzel aus 2. Und wir wissen noch, dass das ein 45, 45, 90 Dreieck ist. Und diese Seite ist 8. In dem nächsten Video zeige ich euch eine andere Art von Dreiecken. Eigentlich könnte ich weitere Aufgaben lösen, weil wir hier alles ziemlich schnell besprochen haben. Wir sehen uns bei der nächsten Aufführung.